Fred, wir sind jetzt hier in einem Westbüro innenhofseitig. Man kann sich natürlich vorstellen, gerade am Nachmittag ist es hier sehr heiß. Wenn du den Nutzern einen Tipp geben könntest, wie soll man hier am besten lüften? Also das Beste ist prinzipiell, wenn die erste Person ins Büro kommt, dass man die Fenster kurz aufmacht. Man kann sie auch kippen und man soll dafür sorgen, dass die warme, angestaute Luft im Raum abtransportiert wird. Es empfiehlt sich auch, dass man die Gangtüre öffnet, weil meist sind die Gänge kühler und so kann die Luft besser wegtransportiert werden. Welche verschiedenen Verschattungsmöglichkeiten gibt es denn jetzt in einem Büro? Also man unterscheidet beim Sonnenschutz zwischen einem innenliegenden und einem außenliegenden Sonnenschutz. Der außenliegende wäre zu bevorzugen. Da gibt es zum Beispiel Raftors oder Jalousien. Also die meisten Büros haben Jalousien und da empfiehlt es sich gleich in der Früh am Morgen die Jalousien herunterzulassen und die Lamellen geschlossen zu halten. Das hat den Vorteil, dass wenn es zu einer Wärmeeinstrahlung kommt, beziehungsweise wenn die Sonne ins Fenster knallt, dass sich der Raum nicht zusätzlich erhitzt. Und wie lüftet man jetzt am besten in der Nacht? Ja, in der Nacht ist es am besten, da ist es kühler, wenn man die Fenster öffnet beziehungsweise kippt. Aber da sollte man Sorge tragen, dass man speziell in den unteren Stockwerken, Erdgeschoss und ersten Stock, die Fenster geschlossen hält. Das ist aus Sicherheitsgründen wirklich empfehlenswert.